Drillfaust ist der erste Schlagschrauber-Erdbohrer und eine ganz witzige Erfindung von Bastien. In unseren Augen hat es noch kein Pflanzverfahren gegeben, das wirklich leistungsfähig und wirtschaftlich und die Bäume auch sauber in den Boden bringt. Und da ist der Drillfaust eine ganz witzige Entwicklung. Der dreht im Leerlauf 2000 Umdrehungen. Und wenn der Widerstand kommt, dann setzt das Schlagwerk ein, der klopft die Widerstände zur Seite, ob das jetzt ein Stein ist, eine Wurzel, was auch immer. Es geht sehr, sehr einfach, dass man in den Boden reinkommt. Und das Besondere an dem Erdbohrgerät ist, dass man keine Drehmomentstöße abbekommt. Bei jedem anderen Erdbohrgerät, das ein festes Getriebe hat, bekommt der Benutzer die volle Drehmoment auf die Person. Das ist hier nicht der Fall. Der arbeitet sich einfach durch. Damit ist es möglich, dass man sehr, sehr schnell Pflanzen setzt. Ob das jetzt diese Containerpflanzen hier sind, die einen kleinen Topf dabei haben, wo man nur ein Loch bohren muss und die Pflanze reinsetzen, wo es aber wichtig ist, dass das Loch tief genug ist, damit die Pflanze auch an das Wasser und an die Nährstoffe rankommt. Das ist ja sehr, sehr schön möglich und man hat keinen großen Ermüdungseffekt über den Tag, wie man es bei der Pflanzhaue oder ähnlichen Geräten hat, wo man dann am Ende des Tages doch sagt, ja, geht schon, das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber man braucht relativ viel Akkukapazität. Also wir sprechen so circa, je nach Boden, von 10 Amperestunden Akkukapazität pro 100 Pflanzen. Und diese 100 Pflanzen setzen wir aber auch in einer Stunde, ohne große Anstrengung. 10 Amperestunden Akkukapazität pro Stunde bedeutet, dass wir, wenn wir den ganzen Tag pflanzen möchten, müssen wir nachladen. Der Drillfast ist in bekannter Fast-In-Qualität. Der obere Aufsatz ist Edelstahl, innen ein gehärteter Sechskant, der durch die gleiche Nuss angetrieben wird wie beim Vollfast. Ein dickwandiges, hochfestes Rohr, Spirale, unten Hardox-Platten und gehärtete Wechselschneide, damit es auch lange hält. Dadurch, dass das Gerät so leicht ist, kann man auch leicht über bestehende Äste oder Gipfel durchsteigen und kann auch in kleinen Flächen reinpflanzen, was vorher mit klassischen Erdbohrgeräten oder mit der Haue nur sehr, sehr schwer möglich gewesen wäre. Was einen gewissen Vorteil für die Pflanze mit sich bringt, sie hat so ein kleines Mikroklima, das feuchter ist und das sie teilweise vor Brombeeren schützen kann. Darüber hinaus hat man beim Drillfast nicht das Problem der Wandverschmierung bei lehmigen Böden, weil der Drillfast, der bohrt nicht wie ein klassischer Bohrer, pro Umdrehung schabt der nicht was raus, sondern der dreht sehr schnell und wenn ein Widerstand kommt, dann vibriert der das zur Seite und dadurch vibriert der und arbeitet der viel mehr im Loch als jetzt ein klassischer Bohrer. Bedeutet auch, dass man, wenn man 7 cm Containerpflanze setzt, wie wir es hier haben, dass man 6 cm Bohrer brauchen, weil der das immer ausarbeitet, das Loch. Aber das klassische Wandverschmieren bei lehmigen Böden sehen wir hier nicht. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, nicht nur die Containerpflanzen zu setzen, auch die Wurzelnacken zu setzen. Und da sind wir vor die Probleme gestoßen, dass wenn man bohrt, hat man ein schönes Loch, aber die ganze Erde fliegt zur Seite und die benötigt man aber, um die Pflanze wieder in den Boden zu bringen. Und hier haben wir uns eine sehr clevere Idee gehabt, die jeder selber nachbauen kann. Man nimmt einen qualitativ hochwertigen Kübel, baut zwei kleine Füße ran, da wo man sich draufstellen kann, damit der hält, und bohrt in der Mitte ein Loch durch oder schneidet es mit einer Stichsäge aus. Und dann bohrt man durch diesen Kübel in das Erdreich und das ganze Erdreich sammelt sich im Kübel. Und jetzt nimmt man, es hat sich herausgestellt, es gibt eigentlich nichts Besseres als eine Grillzange, klemmt die Wurzeln sanft ein und führt sie in das Loch rein. Und dann sind alle Wurzeln nach unten. Und das ist ganz, ganz wichtig beim Pflanzen, dass die Fallwurzeln und alle Wurzeln nach unten zeigen, weil die nie mehr ihre Richtung ändern. Wenn sie einmal waagrecht reingelegt werden, werden die immer waagrecht weiterlaufen und kommen nicht an das ausreichende Wasser, wenn sie groß werden, oder fallen bei Sturm um diese Bäume. Darum müssen alle Wurzeln einfach nach unten zeigen und locker eingebaut sein, die dürfen auch nicht eingeklemmt sein. Und das erreichen wir durch diese Kübelpflanzung, wie wir sie nennen, erstmalig, dass die Pflanzen locker eingebaut werden und das alles nach unten zeigt. Und das bei einer sehr, sehr effizienten und wirtschaftlichen Arbeitsweise. Der Drillfast wird aufgesetzt auf den herkömmlichen Schlagschrauber, den wir auch in der Werkstatt und beim Fällen einsetzen. Einfach die Verbindung des Volllinks öffnen, den Keil rausnehmen und den Drillfast einsetzen. Dann hat sich der Schlagschrauber von einem Fellwerkzeug hin zu einem Pflanzwerkzeug verändert. Mit dem Drillfast macht das Pflanzen jetzt richtig Spaß und ich denke, es ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir unseren Wald fit für die Zukunft bekommen, dass wir den Waldumbau stemmen können. Das ist der Drillfast echt eine witzige wirtschaftliche Entwicklung. Viel Spaß damit!